Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die Beautylish Lucky Bag anschauen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder bei anderen YouTuberinnen gesehen, zum Beispiel bei Franka's Favorites und so. Und da hatte sie dann auch gesagt, am 25. Dezember kann man sich die immer bestellen. Ja, und das habe ich dann dieses Mal so gemacht, dass ich mir dann auch einen Wecker gestellt habe und dann wirklich die ganze Zeit über, den ganzen Tag immer wieder auf die Homepage gegangen bin, immer wieder geguckt habe und so. Und irgendwann war sie dann verfügbar. Es gab zwei Varianten. Einmal war das diese Variante und die andere Variante wäre gewesen eine Jeffree Star Sonderedition. Da bin ich direkt mal raus, ne? Und ja, die habe ich jetzt für knapp 100 Euro bestellt. Kommt aus Amerika. Ich musste keinen Zoll oder so extra bezahlen. Das ist bei Beautylish nämlich immer so, dass das schon in den Produktpreisen bzw. auch in dem Komplettwert, was dann letztendlich auch von deinem Konto abgebucht wird und so, schon alles mit drin berechnet ist und so und du dir darüber keine Sorgen machen musst. Es kommt dann direkt bei dir zu Hause an. Du musst jetzt nicht irgendwie noch was extra an den Briefträger bezahlen. Und ja, ich habe schon öfters mal bei Beautylish bestellt, weil da bekommst du Natasha Denona, Wayne Goss, Sonia G, diese mega geilen High-End-Marken und ja, jetzt habe ich mir die Lucky Bag bestellt. Sonst war halt auch immer irgendwie so eine geile Natasha Denona Palette drin oder so. Vielleicht habe ich hier auch die Mini Pestel oder so mit dabei. Die habe ich mir nämlich noch nicht bestellt und vielleicht ist sie hier ja drin. Fände ich ziemlich fancy. Und so sieht das auf jeden Fall aus. Ist die Lucky Bag, die dann entsprechend zum neuen Jahr, ja, kommen soll. Normalerweise sollte die, glaube ich, erst so Mitte, Ende Februar kommen. Und jetzt ist die schon Mitte Januar gekommen. Total geil. Und hier steht drauf, now more than ever. We want to celebrate community and connection. Also man möchte jetzt mehr denn je so ein bisschen diese Gemeinschaft und Verbindung feiern. This year's lucky bag design is dedicated to you, our global community. Also das ist halt, das Design der Lucky Bag ist an die globale Community angelehnt. We hope the surprises inside serve as a reminder that we're all in this together. Und diese Überraschungen hier drin sollen uns daran erinnern, dass wir alle zusammengehören. Interessant, was dann hier drin ist. Okay, dann ein paar Hashtags und so. Also süß gemacht auf jeden Fall. Und das ist auch eine schöne Tasche. Da bin ich dann mal gespannt drauf, weil da ist jetzt ein Klebi drauf, ob ich die dann auch weiterverwenden kann. Aber das mache ich jetzt hier mal vorsichtig auf. Nee, der Klebi lässt sich lösen, ohne dass ich da irgendwas kaputt mache. Ganz vorsichtig in Slow-Mo. Sammy steht schon neben mir und wedelt. Okay, ja, schön. Ach so, ach, das ist nur Geschenkpapier. Ja gut, kann man aufmachen. Und dann habe ich hier auf jeden Fall so Füllmaterial. Und dann habe ich hier, ich glaube, den Inhalt von der Tasche. Und noch mehr Füllmaterial. Ach so, okay. Und halt Geschenkpapier. Ja gut, das Geschenkpapier kann ich definitiv weiterverwenden, ne? Das kann man einfach als Geschenkpapier verwenden. Läuft. So, dann gucken wir mal hier in diese mit Luftpolsterfolie eingepackten Schichten rein. Also, ja, das ist, glaube ich, immer ein bunter Mix aus Pflege und dekorativer Kosmetik. Und hier habe ich das erste Produkt. Sieht, ist auch nochmal separat eingepackt. Das scheint nicht günstig zu sein, was ich hier habe. Oh, Sammy, das ist kein Hundefutter. Das ist für Frauchen was. Ich habe ein Buch über meinen Hund geschrieben, also über die 2 Jahre, die er vermutlich erlebt haben könnte. Der kommt nämlich aus dem Tierschutz aus Bosnien. Ja, Sammy endlich ankommen, verlinke ich euch mal in der Infobox. Das ist mein erstes Buch und dann habe ich jetzt auch noch ein Schwangerschaftstagebuch geschrieben, denn ich bin vor 2 Monaten Mama geworden. Das ist Hallo Mr. Bauchi, mein Schwangerschaftstagebuch. Ja, genau, okay. Also ich, also wie gesagt, gerne vorbeigucken, ein bisschen Eigenwerbung darf auch ab und an mal sein. Von Wayne Goss, The Luxury Eye Palette Amber. Schön. Yay. Ja, Wayne Goss ist einer der YouTuber oder einer der Personen, die YouTube auch geprägt haben. Beauty-YouTube, ne? Und ich habe noch nichts von ihm und ich freue mich da richtig drüber. Ich habe das letztens bei Antje Sverelt gesehen. Die hatte auch irgendwie so ein Blush-Duo von ihm. Da habe ich echt auch drüber nachgedacht, mir das zu bestellen, ne? Weil ich konnte ja bei Beautylish jetzt, hätte ich theoretisch ja auch noch ein paar andere Sachen bestellen können und so. Nein, komm, bestellst du nur die Lucky Bag, war auch teuer genug. Auf jeden Fall eine sehr, Fingerabdruck anfällige Palette, was ich jetzt nicht schlimm finde, ne? Kannst ja sauber machen. Oh ja, das ist eine sehr, sehr natürliche Palette.
Oh, sehr, 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 sehr interessant. Okay, so schaut die aus. Ja, jetzt könnt ihr auf meinen Tisch gucken. Läuft. Genau, also wir haben einen mega krassen Schimmerton, dann so ein Satin-Schimmer, dann einen Matten, wo ein bisschen Sparkles mit drin ist. Noch ein Matten, noch ein Matten, noch ein Matten. Sieht schön aus. Habe ich Bock drauf. Nicht unbedingt meine Farbrange mit diesen roten Geschichten, aber ich kann mir vorstellen, dass man, also ich mache ja gerne so, gerade wenn es halt so große Fännchen sind, ne, dass man das dann halt für Fullface nehmen könnte. Gut, den hier kann ich jetzt nicht als Puderton verwenden, weil der dazu wahrscheinlich zu dunkel sein wird und zu matt, zu trocken für mein Gesicht. Ich habe ja eine trockene Haut und dann ist das nicht so geil. Das hier vielleicht als Bronzer, die beiden als Blush. Ja, bei der als Highlighter wäre mir ja zu dunkel. Aber, ne, dann, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch heute... Kommt noch der Look. Quasi hier Blush drauf und den Blush habe ich mir dann auch in die Lidfalte und um das Auge gegeben, um das ein bisschen harmonischer zu haben. Sieht jetzt alles sehr, sehr krass aus, ich weiß, aber ich habe halt die Denisa Myricks Lightwork Palette verwendet. Ne? Das ist dann halt immer alles ein bisschen aufregender. Mega cool. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, die mal auszuprobieren, weil ich halt einfach von Wayne Goss noch nichts ausprobiert habe. Und der soll ja so richtig geniale Pinsel auch haben. Da waren, glaube ich, die letzten Jahre auch Pinsel von ihm drin. Ne? Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was wir dann als Pinsel-Alternative hier drin haben. Meine Güte, dieses Packaging. Kriegt man dann immer so schwer wieder hier so zusammengefuselt, ne? Wobei ich diese Umverpackung wahrscheinlich eh nicht behalten werde. Egal. So, dann habe ich hier ein... Sammy, was ist los? Das ist nicht zum Essen. Er leckt das erstmal an, ne? Ja, okay. Fräuchchen darf es dann behalten. Animal, Test Free und Vegan. Lipstick Refill Recharge. Okay. Refill. Von MOB. Lipstick. M9. Okay. Habe ich denn dazu hier auch irgendwie noch das... Da muss ich jetzt leider mal reingucken. Da muss ich mich jetzt selber quasi spoilern. Ich habe hier was, noch mehr von Wayne Goss und Sonia G. Oh mein Gott, hier sind hier noch total krasse Sachen drin. Okay, ja, MOB. Ja, das ist quasi hier die Verpackung dazu, weil das wäre ja was, ne? Kriegst halt nur das Innen-Ding drin, Mann. Und halt nicht die Umverpackung. Super bitter, Leute. Da will ich mich aufregen, muss ich gestehen. Okay, also, so schaut es aus. Das ist jetzt ja voll angesagt, ne? Haben andere Marken ja auch am Start, dass du dann quasi die Lippenstifte dir selber zusammenbauen kannst, Fenty Beauty und hast du nicht gesehen. Fühlt sich aber gar nicht so super hochwertig an, muss ich sagen. Ja, ein bisschen eine Schwitzschicht haben wir hier drauf, aber das ist eine total tolle Farbe. Ne? Die sieht wirklich toll aus, ohne Duft irgendwie. Nein, das ist schön. Orange. Ja, ne? Mhm. Ja, aber Peachy ist auch manchmal eine ganz gute Geschichte. Bin gespannt, was das wert ist, weil, keine Ahnung, Marke kenne ich nicht. Hier habe ich die Essential Eye Kohl Pencil von Wayne Goss in Obsidian. Obsidian ist ja nicht schwarz, ne? Ich bin kein Fan von Kohlkajal, aber Wayne Goss schminkt sich sehr, sehr häufig mit Kohlkajal. Dementsprechend passt das schon. Obsidian. Den will ich auch behalten. Doch, der ist eher schwarz, ne? Mhm. Der ist eher schwarz. Der ist sehr schwarz sogar. Okay. Aber er hat da immer so viele geile Hacks und wenn er selber dann dazu auch noch ein Kajal rausgebracht hat, dann muss das ja funktionieren. Also, lieber Wayne, ich werde es ausprobieren. Ich habe aber auch noch hier von Sonia G. Wow. Mein erstes Sonia G Pinsel. Ach, Claudia feiert eine Party. Aus Japan. Aus Japan. Japan, nicht Japan. Okay. Detail Pro. Und ja, ne? Edel sprach der Wedel. Das ist ein sehr, sehr hochpreisiger Pinsel. Ich habe euch die Preise ja eingeblendet, ne? Krass. Blendepinsel. Oder auch Highlighterpinsel. Wie man so drauf ist. Hier habe ich was sehr Großes drin. Von Brio Geo. Das ist für die Haare was. Ja, okay. Ist, glaube ich, auch sehr hochpreisig. Ich meine, dass ich das auch schon in Adventskalendern und so drin hatte. Conditioning Mask habe ich hier. Dann habe ich eine Scalp Mask und eine Haarmaske. Jeweils 59 ml. Interessante Füllgrößen.
ja, ne? Das ist halt einmal Masken, 3 Stück. Ich meine aber, dass ich mindestens 2 davon schon habe. Ich glaube, dieses Don't Despair Repair habe ich schon und ich glaube auch das Scalp Revival. Aber ich muss mal schauen. Ja, hier steht es drauf. $49 Value und $29 kostet das. Irgendwie kriegst du es dann günstiger, weil es im Set ist. Ja, schön, ne? Haarsachen. Ich mag Haarsachen. Ich mag Haarkram. Sammy, du auch? Nein, Sammy hasst es zu duschen. So, ein bisschen was haben wir noch. Denissa Myricks, okay, Infinite Chrome Flakes, das ist Denissa Myricks, Leute. Firefly, ich weiß nicht, ob ich Firefly schon habe. Gute Frage, muss ich gucken. Aber die Chrome Flakes von Denissa Myricks sind natürlich hardcore, ne? Also ihr bekommt die bei Purish und könnte auch mit meinem Code Claudiswelt 15% drauf sparen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade die Lightwork Palette drauf. Und das hier ist ein richtig krasses Moped, yo. Und ich habe auch Chrome Flakes oder Press Chrome Flakes auf meinem Lid und das sieht heftig aus. Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen, weil ganz am Anfang ist es so ein bisschen schlangenhautmäßig. Aber mit der Zeit groovt sich das ein. Es sieht jetzt super fancy und krass aus, aber ich finde das schon schön. Ich mag das. Also gerade wenn man so Richtung Party oder so denkt. Vielleicht, ich bin ja Weiberkarneval mit meinen Mädels auch los, ne? Vielleicht werde ich mir da auch so ein bisschen was davon drauf geben. Da gehen wir als diese La Catrina, nennen die sich ja. Das sind diese mexikanische Totengeschichten. Oh, so genial. Da haben wir uns Kostüme und so geholt. Egal. Und das kannst du natürlich damit sowas voll aufpeppen, aber dafür ist das ja eigentlich viel zu teuer. Aber voll geil, dass das drin ist. Denissa Myricks einfach mal läuft. Und das Letzte, was hier am Start ist, ist, ich glaube, das ist eine Eigenmarke von Beautylish, Good Molecules, Ultra Hydrating Facial Oil. Die hat mir eine ganze Zeit lang auch einfach so Produkte zugeschickt, das weiß ich noch. Ja, mit Kamille und Buchthorn. Das ist irgendwas Eigenmäßiges, glaube ich, ne? Ja, hydratisieren, schützen und nähren. 13 Milliliter habe ich hier drin, also das ist quasi ein Gesichtsöl. Das kann man sich aufs Gesicht geben. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich mir eben genau solche Produkte, die auch sehr schön formuliert sind und so, in meine Unterstübchen gebe, also meine Mumu. Und ja, das ist halt einfach schön, ne? Und Good Molecules ist jetzt nicht eine super teure Marke, deswegen kann man das tatsächlich machen. Und ja, ne, ist halt feuchtigkeitsspendend. Da unten kann ich halt grundsätzlich Feuchtigkeit gebrauchen. Das ist halt auch dann wirklich super effektiv gegen Rasurbrand und so ein Kram. Also, ne, kleiner Pro-Tipp zwischendurch mal. Ja, so, das hier war jetzt mal die Beautylish Lucky Bag. Also, ich habe jetzt keine Natasha Denona Palette hier drin, was ich ein bisschen schade finde. Hätte ich cool gefunden. Aber man hat hier schon gute Produkte drin, oder? Also wir haben ein bisschen Pflege, ein bisschen was für die Haare, ein bisschen was fürs Gesicht. Schminki, also wir haben eine Lidschattenpalette, einen hochwertigen Pinsel haben wir am Start. Kohlkajal kann man mögen, muss man nicht. Ein Lippi haben wir mit drin. Also ja, und dann Denissa Myricks. Also ich finde schon, dass das ganz cool ist, was da quasi geliefert wird. Ob sich das so für 100 € für einen dann selber lohnt, muss man selber wissen. Also ich hätte es wahrscheinlich cooler gefunden, wenn ich den Inhalt von den anderen so drin gehabt hätte. Andererseits feiere ich das total, diese Wayne Goss Palette hier mit bei zu haben. Wobei ich mir die für 50 € auch besser hätte holen können, selber so, ne? Ist halt auch irgendwo eine Nude Palette, aber es sind halt schon schöne Produkte. Definitiv. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, fände ich mal mega interessant. Und ja, das war's hier von mir und der Beautylish Lucky Bag. Stellt euch einen Wecker, falls ihr da auch Bock drauf habt, euch die am 25. Dezember zu bestellen dieses Jahr. Ne? Da seid ihr jetzt schon vorbereitet, wenn ihr euch das jetzt im Handy einspeichert und wahrscheinlich genauso überrascht wie ich am 25. Dezember, wenn ihr eine Erinnerung darüber bekommt. Ja, genau. So, das war's. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!